war einmal eine Prinzessin, die war sehr schön. Die hatte eine Goldkugel, die fiel eines Tages in einem Brunnen, der im Wald stand. Da sah ein Frosch mit einer Goldkrone. Die Prinzessin versprach, dass wenn er die Goldkugel hochholt, dass er denn bei ihr essen, trinken und schlafen kann. An demselben Abend kam der Frosch und klopfte an der Tür. Die Prinzessin machte die Tür auf und ekelte sich. Dann sagt der König, lass ihn rein. Der Frosch isst, trinkt und möchte dann noch bei der Prinzessin schlafen. Der Frosch möchte einen Kuss haben von der Prinzessin, weil eine Hexe ihn verflucht hat. Und nur ein Kuss kann den Fluch aufheben. Die Prinzessin küsst den Frosch und er verwandelt sich in einen Prinz. So können wir es eigentlich lassen, ne?